Njal wird mercisches Blut kosten. Zeig mir, was du kannst, Berserker! Für Alfie! Oh, Toki! Ich glaube, das Ganze liegt da vorne schon, würden wir nicht laufen. Mama, ich nehme mal ein paar Kräuter mit. Oder ein paar Beeren, besser gesagt. Sicher ist sicher. Ich bin nicht mehr so gut ausgestattet für so ein Gefecht. So. Dein letztes Stündlein! Du bist so gut wie tot! Hier ist aber auch wieder ein Nebel, ey, das ist ja der Wahnsinn. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. So. Zeigt euch, ihr Feiglinge! Aua. So. Gemeinsam schaffen wir das. Komm schon. Haben wir es jetzt mal? Der mit seinem blöden Schild. Wir sind im Vorteil. Kommt von den Seiten. Strengt euch an. So. Oh, schön. Geht von hinten ran. Nee, nix. Wird nix von hinten ran. Wow, wow. Gott wird uns nicht verlassen. Alter, immer mal der. Sehr schön. Wir lassen uns nicht beirren. So, okay. Oh, da ist ja noch einer. Den hätte ich jetzt beinahe übersehen. Oh, das ist ein ganz normaler Ätherling. Okay. Okay. Oh, Alter. Eieieiei. Okay. Ach komm, wir verlassen mit Jörn das Gebiet. Wir haben ja jetzt den Etherling. Ey. Haben wir ja das Gebiet jetzt geklärt. Oh, ich hasse es, wenn es einfach immer automatisch. Wo ist der jetzt drin? Ach, der ist immer noch da drin. Aha. Dann müssen wir ihn aus dem Schlamassel noch befreien, oder was? Natürlich.
Auch klasse, ich komme da noch nicht mal rein. Hier gibt es jede Menge Beute. Zusammen mit der Mannschaft könnten wir alles aufs Schiff verladen. Ach so. Verstehe. Okay. Wer wird uns den Sieg bringen? An der Sorte. Alter Verwalter. Oh Mann. Oh jawohl, unsere Freunde sind da. Aus. Gottes Urteil entkommst du nicht. Ah, der will auch nur noch flüchten. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Guten Tag. So. Ja, man muss so stehen bleiben. Sehr schön. Jan, dein Feind ist tot. Du hast deine Vergeltung. Ja, doch nun fürchte ich, ich muss dich noch um eines bitten, wenn du willens bist. Was ist los? Jall ist müde. Ich werde mich unter dem Baum, wo all dies begann, um sie kümmern. Bitte, bring uns ein paar ihrer Lieblingsblumen. Sie sehen aus wie... Ich weiß welche. Ich sammle sie und komme dann zu dir unter den Galgenbaum. Bleib stark, mein Kind. Björn ist hier. Ich sah einige von Jals Lieblingsblumen hinter dem Galgenbaum. Ja, das wüssten wir sogar jetzt, wo die sind. Bombe wird erst am Sonntag entschärft. Ach ja, dann. Auch nicht schlecht. Was siehst du, alte Freundin? Ach so, das ist der Galgenbaum. Warte mal, die Blumen waren hier. Und jetzt? Oh Gott. Haben wir jetzt was Falsches gedrückt? Ach so. Vorbei. Ja, hier dann. Hier Blumen sammeln oder was? Das gab seiner Frau. Kein Wunder, dass er oft zu diesem Baum kommt. Nee, aber der will ja, dass ich... Oh Mann, das und die Blumen waren da. Genau. Ich bin da im Homeoffice und ich suche mir was Neues.
Dank Probezeit kann ich da auch schnell wieder raus. Oh, das ist... Ja, das ist... natürlich gut. Aber man merkt, sagt dir nicht so wirklich zu, ne? So, komm mal, komm. Da sind die Blumen, genau, da ist das Blumenfeld. Man zieht sich quasi alles per Drag and Drop zusammen wie Bausteine. Baukasten. Das ist nicht meins, ja. Das glaube ich dir. Nicht einfach nur da durch, sondern... Hä? Und wie sammelt er die jetzt? Er hat doch schon welche. Jetzt irgendwie nicht mehr. Aber wir haben doch jetzt Blumen. Du hast meine Webseite ja gesehen, das habe ich selber gebaut. Sprich, sieh meine Entwicklung, das ist jetzt einfach nicht das, was... Und nicht das gleiche. Deswegen die Tage auch nicht gestreamt, war down. Ja, das glaube ich. Aber ich reite da jetzt nochmal hin. Aber irgendwie ist es komisch gerade. So. Na, das... Ich nutze die Probezeit, habe Einkommen und wechsel 6 Monate, das sind mehr wie genug Zeit. Ja. Ja, wenn das so für dich in Ordnung ist, dann passt es ja. Da umgucken kann man sich ja immer. Das ist ja nicht das Problem. Denn eine. Ach, war mal hier. Blumen für Njal. Dann auf zu Björn unter den Galgenbaum. Doch, der Galgenbaum. Späher will mich in die Ferne sühnen. Los, Björn.
Ah ja. Ich brachte sie hierher, wo es begann, wo es endet. Ich verstehe. Sie erhängten meine Frau an diesem Baum und begruben sie zwischen seinen Wurzeln. Ein finsteres, unverdientes Schicksal. Wir nahmen Njal als Junges auf, sie und ich. Wir hatten keine Kinder. Nun sind beide fort. Nur ich verbleibe. Liebe Njal, du warst immer an meiner Seite. Den besten Teil meines Lebens. Warum muss es so enden? Wir können nur unser Bestes tun. Sie leben in den Ruhmeshallen fort. Unser Los wurde vor langem schon bestimmt. Njal schläft heute Abend zu Füßen des Allvaters. Ja. Sie lassen treue Hunde in die Halle der Tapferen. Also ist Njal auch dort. Mit Alfhild. Genau. Sehe ich genauso. Man muss sich weiterentwickeln. Zumindest mal, wenn man halt den Anspruch hat. Du hast mich gefragt, ob ich mich deinem Clan anschließen würde. Ich bin bereit. Gut, ich habe einen Platz für dich auf meinem Langschiff. Mein Clan wird dich willkommen heißen. Auf unseren Reisen werde ich von Alfhild und Njal singen. Von ihren Taten. Ich werde ihren Namen in die Schlacht tragen. Wenn du bereit bist, folge dem Nene bis zu meiner Siedlung. Wir werden dich als Bruder begrüßen. Ich werde der Berserker des Rabenclans sein. Yo, mega nice. So. Der Björn ist jetzt auch dabei. Au. So, was haben wir jetzt eigentlich? So eine 20 war das, okay. Krass, krasser Strass. Langschiff Schildwall. Die Besatzung wird gemeinsam mit dir die Schilde erheben, wenn du das Kommando über das Langschiff hast. Okay. Oh, hoppla, wir hätten noch eins. Na, ja, egal. So, jetzt mache ich noch eins. Ich gehe nochmal kurz in die Siedlung. In meine, wo ist sie? Da. Und schau mal noch an. Ich habe ja noch einen. Es ist noch, glaube ich, eine Länderei in England, wo ich noch besuchen muss. Schon dürftig gebaut. Oha. Ja, grüß Gott. Kommt denn ihr her? Aha. Niemand da, okay. Alles klar, dann. Wie schön, dich zu sehen. Hi, Randvi.
Zeig mir die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, es ist nur noch Nottinghamshire. Sonst haben wir alles. Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottinghamshire im Norden erhalten. Von deinem alten Freund Willy. Willy? Den Namen habe ich schon 10 Winter oder mehr nicht mehr gehört. Wie geht es ihm? Gut scheint es. Willy bittet dich, an Festmahl und Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters Jarl Heming teilzunehmen. Eine willkommene Einladung. Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Es lohnt sich auch anzumerken, dass sein Vater ein mächtiger Verbündeter wäre. Reist du hin? Ja. Ich werde noch heute nach Nottinghamshire aufbrechen. Schön, sie werden sich freuen. Sind noch zu befrieden, es ist nur noch, Wollen wir mal so noch mit dir quatschen? Nee. Ich sollte gehen. Nee, es ist eigentlich nur noch Nottingham. Hier in England. Sonst haben wir alles. Also, ja. Da müssen wir hier noch ein bisschen was angucken und da und so. Und das war das Einzige, was noch auf der Bündniskarte war. Aber, Rhabarber, das machen wir dann, weiß ich noch gar nicht. Mal gucken. Demnächst.